Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Und diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben, das sind die Wahrhaftigen und die Blutzeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten Ehrenlohn und ihr Licht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Mohammed sein anbetender Diener und Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um den Fahrzug des Martyriums al-Shahada und die Kriegsphilosophie im Islam. Das Martyrium im Gottes Willen hat einen hohen Stellenwert und ein edles und hohes Ziel im Islam. Dafür wählt Allah aus, wen er will unter seinen Dienern. Allah sagt diesbezüglich im Koran, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Zitat Ende. An zweiter Koranstelle steht, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat, welche gut Gefährten jene sind. Zitat Ende. Der wahre Märtyrer ist so derjenige, der auf Allahs Weg getötet wird, um sein Land, seine Ehre, seinen Besitz oder seine Heimat zu verteidigen. Seine Sünden werden mit dem ersten Tropfen seines Blutes vergeben. Er sieht sofort seinen Sitz im Paradies und hat angenommene Fürbitte für 70 Mitglieder seiner Familie, damit sie im Paradies eintreten dürfen. Der Handel der Märtyrer mit Allah bringt unweigerlich immer Gewinne. Allah der Erhabene sagt dazu im Koran, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihnen bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt. Denn das ist der großartige Erfolg. Zitat Ende. Der Prophet Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, sagt in einem Hadith, bei dem in dessen Hand meine Seele liegt, wer auch immer in Allahs Sache verwendet wird, und Allah weiß gut, wer in seiner Sache verwendet wird, wird am Tag der Auferstehung mit seiner Wunde kommen, die die Farbe von Blut hat, aber den Geruch von Moschus. Die Märtyrer haben demgemäß höhere Rangstufe bei Allah, denn sie erkennen, sobald sie sterben, dass sie sofort in das Paradies eintreten werden und dass sie von Allah besonders umsorgt. Im Koran steht, und meine ja nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Zitat Ende. Und an zweiter Koranstelle steht und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Zitat Ende. Es gibt verschiedene Erscheinungsformen des Martyriums. Die größte unter ihnen ist es, dass ein Mensch als Märtyrer stirbt, um die Heimat zu verteidigen, dafür sein Leben zu opfern, ihren Boden zu schützen und Gottes Wohlgefallen dabei zu suchen. Es wurde so überliefert, dass der Prophet Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte, wer in Verteidigung seines Besitzes getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Wer in der Verteidigung seines eigenen Lebens getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Wer in der Verteidigung seiner Religion getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Und wer in der Verteidigung seiner Familienangehörigen getötet wird, der stirbt als Märtyrer. In einem weiteren Hadith steht, ein Mann kam zum Gesandten Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, und fragte ihn, O Allahs Gesandter, was meinst du, wenn jemand kommt und mir meinen Besitz wegnehmen will? Der Prophet antwortete, dann gib ihn ihm nicht. Der Mann fragte, was meinst du, wenn er mit mir kämpft? Der Prophet antwortete,
kämpfe gegen ihn. Der Mann fragte weiter, was meinst du, wenn er mich tötet? Der Prophet antwortete, dann sterbst du als Märtyrer. Schließlich fragte der Mann, was meinst du, wenn ich ihn töte? Der Prophet sagte, es wird in die Hölle kommen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Im Islam ist der Krieg vorgeschrieben, um Ungerechtigkeit und Aggression abzuwehren. Der Islam ist nicht so bestrebt, Kriege zu führen oder Blut zu vergießen. Er unterlässt es vielmehr, solange er einen Weg dazu findet. Die Erlaubnis zum Kampf ist deswegen begrenzt, sehr eingeschränkt und an Voraussetzungen geknüpft. Allah der Erhabene sagt dafür im Koran, Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Zitat Ende. An zweiter Koranstelle steht, und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Zitat Ende. Und wenn sie sich dem Frieden zu neigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, Leute, wünscht euch nicht dem Feind zu begegnen, sondern bittet Allah darum, es euch zu erlassen. Doch, wenn ihr ihn trifft, dann seid standhaft. Zitat Ende. Darüber hinaus verbietet der Islam in dem von ihm legitimierten Verteidigungskrieg kategorisch, das Städtische zu zerstören oder das Bebaute abzureißen. Die Gefährten des Propheten befliegten immer, ihren Herrführern zu empfehlen, keine Bäume zu fällen, keine Felder niederzubrennen, weder Bauer auf ihren Höfen noch Mönche in ihren Klosterzellen anzugreifen, noch eine Frau, ein Kind oder einen alten Mann zu töten, solange sie nicht am Kämpfen teilnehmen. Wir müssen daher auf der Seite des Friedens und des Aufbaus immer stehen, nicht auf der Seite von Krieg und Zerstörung. Denn alles, was zum Frieden, Aufbau und der Besiedlung aufruft, stimmt mit den Zielen und Absichten aller Religionen überein. Aber alles, was zum Töten, Abreißen und der Zerstörung aufruft, widerspricht den Himmelsreligionen, allen Moralvorstellungen, menschlichen Werten und internationalen Chartas. Dies erfordert von uns allen, immer zusammenzuarbeiten, um alle Bedeutungen des Friedens zu festigen und den Befürwortern der Kriege und der Zerstörung die Stirn zu bieten und so das Glück, die Sicherheit und den Frieden der ganzen Menschheit zu erreichen. Möge Allah unser Land und alle Weltländer vor allem Bösen beschützen und uns den Segen der Sicherheit gewähren.